Liebe Freunde des guten Geldes, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der World of Value Talk. Heute mit einem Update zur Bankenkrise. Und wer, wenn nicht Markus Krall, kann uns hier auf den aktuellen Stand bringen. Herzlich willkommen, Markus, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Grüß dich, Steffen, freut mich, wieder hier zu sein. Ja, es ging los mit der Silicon Valley Bank, wo es hieß, das ist ein isolierter Fall in den USA. Dann kam die Credit Suisse. Und jetzt sehen wir ja, dass die Bankenkrise auch die Eurozone erreicht hat. Wie dramatisch ist die Situation aktuell? Also ich halte die Situation, ohne mich jetzt auf einzelne Namen einschießen zu wollen, für ziemlich kritisch. Und zwar einfach deswegen, weil sich jetzt zeigt, dass wir über 20 Jahre durch marktwidrige, zu niedrige Zinsen eine Summe von Ungleichgewichten geschaffen haben, die sich akkumuliert haben und die zu groß sind für das System, um es verkraften zu können, wenn man dann korrigiert. Wir haben mehrere ganz große Baustellen dabei. Die Zinsfront ist nur eine, wenngleich es eigentlich nicht überraschend sein kann, dass die Änderung der Zinsen und das Ansteigen der Zinsen nach dieser jetzt 15-jährigen Null- und Negativzinsperiode, dass das Verwüstungen anrichtet in irgendwelchen Portfolien. Das kann eigentlich niemanden überraschen, der nur Minimum Ahnung von Finanzmathematik hat. Und wir haben aber das noch weitere Baustellen. Wir haben das ganze Thema Zombifizierung. Auch das haben wir jetzt schön 20 Jahre unter dem Deckel gehalten, unter dem Deckel von marktwidrig niedrigen Zinsen. Das bricht jetzt aus und die Pleitewelle hat ja schon begonnen. Noch glauben die Leute, dass allein die Energiekrise dran schuld sei. Und sie ist ja mit dran schuld und sie ist mit ein Auslöser. Und sie wird das Problem noch verschlimmern. Aber die eigentliche Ursache für die Pleiten ist die Zombifizierung der Wirtschaft. Und das kommt noch obendrauf. Dann haben wir noch den Megasprengsatz Derivate, wo es weder den Banken noch der Aufsicht in den letzten 15 Jahren gelungen ist, den Knoten so zu entwirren, dass wir nicht mehr in der Lage uns befinden, eigentlich gar nicht zu wissen, wo welche Risiken hochkommen. Es ist ja so, dass die Derivate zwar einerseits ein wunderbares Instrument sind zur Risikodiversifikation, Risikomitigation und auch zur Überwälzung, dass sie aber andererseits dazu führen, dass man im Gesamtüberblick, wenn man auf die Märkte schaut, kaum noch weiß, wo denn das Endlager jeweils der Risiken ist. Dann haben wir natürlich auch einige Knotenpunkte des Derivatehandels auf dem Globus, von denen die Deutsche Bank einer der größten ist. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum sich alle Augen auf sie richten im Moment. Also drei große Baustellen. Lass uns vielleicht nochmal auf die erste Baustelle, die Zinserhöhung, schauen. Das ist für viele ja jetzt nicht intuitiv klar, warum Zinserhöhungen für Banken auf einmal so ein großes Problem sind. Man möchte ja meinen, mit Zinserhöhungen dann steigen die Erträge wieder und die Probleme sind für die Banken gelöst. Es ist aber genau das Gegenteil der Fall. Was passiert da genau bei den Bankbilanzen und warum ist das so ein großes Problem aktuell für die Banken? Also erstmal haben ja alle gesagt, super gute Nachrichten, Zinsen steigen wieder, Banken können wieder Zinstransformationsgewinne machen, also Spareinlagen werden wieder verzinst, wir machen wieder einen Transformationsgewinn durch die Differenz oder durch die irgendwann mal vielleicht kommende Differenz zwischen kurz- und langfristigen Zins. Im Moment haben wir ja eher noch eine invertierte Struktur, aber wenigstens haben wir die Aussicht, dass es mal wieder besser wird mit der Zinstransformation über die Zeitschiene. Und dann eben in der Folge auch eine Entlastung der Kreditmärkte, weil wir nicht mehr diesen riesigen Druck haben, dass die Banken so viel Kreditgeschäft machen müssen, um ihre Zinsmargensituation zu verbessern. Also das war erstmal so der Jubelschrei. Nur was die Banken verkannt haben, ist, dass das nur eine Stromgröße ist. Also das ist zwar das, was dann jedes Jahr sich ein bisschen verbessert, ja, weil das Portfolio selbst ist ja im Prinzip noch auf den alten Zinsstrukturen und bringt keine großen Margen mehr. Während die Umwälzung des gesamten Portfolios 7-8 Jahre dauert, bis da also mal wirklich wieder der Zustand hergestellt ist, der marktgerecht wäre, wo die Banken normal verdienen am Zinsmargengeschäft. Das dauert 7-8 Jahre, bis das endlich mal soweit ist, nachdem man die Zinsen sich hat normalisieren lassen und nicht mehr manipuliert. Also dieser Gewinn kommt weit, weit in der Zukunft. Und auf der anderen Seite haben wir aber einen Verlust, der entsteht jetzt und zwar sofort. Und zwar in erheblicher Höhe, nicht nur bei den Banken, auch bei allen anderen Kapitalmarktteilnehmern, bei den Lebensversicherern, Versicherern, Kapitalsammelstellen jeder Art, Pensionsfonds. Das passiert bei den Hedgefonds überall, wo mit Fixed Income Portfolien gearbeitet wird. Und wie passiert das? Das ist relativ simpel. Man muss sich nur mal vorstellen, man hat eine Anleihe, sagen wir mal, ich habe für 1 Million Anleihen gekauft und die haben sich jetzt zu 1% verzinst, was immer noch sehr viel mehr wäre als das, was man
zuletzt bekommen hat, zumindest für angeblich risikofreie Anleihen AAA-gerateter Staaten. Aber wie AAAs zustande kommen, wissen wir ja seit 20 Jahren etwa. Und jetzt haben wir also diese 1 Million, die wird mit 1% verzinst und ich kriege also 10.000 Euro Zinsen im Jahr für 1 Million. Ist ja sowieso schon arg wenig, wie jeder weiß. Der Realzins ist eh negativ, aber die Kursfrage für die Anleihen entscheidet sich nicht am Realzins, sondern am Nominalzins. So, jetzt steigt der Zins auf 5%. Und eine neue Anleihe, die dann begeben wird, die erzielt nicht mehr 10.000 Euro Zinsen, sondern 50.000 Euro Zinsen. Wenn ich jetzt die Altanleihe habe, die nur 1% erwirtschaftet und ich die verkaufen will, dann wird ja jeder sagen, ja Moment mal, ich kann doch für 1 Million kriege ich doch 5%. Ja? Wenn ich da, also kriege ich 50.000 mal 10 Jahre, sind 500.000 Euro Zinsen. Während wenn ich deine Anleihe kaufe, die ist noch alt, die hat nur 1% Zinsen, kriege ich in den 10 Jahren nur 100.000 Euro Zinsen. Da will ich jetzt einen Abschlag haben, der mich dafür kompensiert. Leicht auszurechnen, dass das in Richtung 400.000 Euro geht. Natürlich sind es nicht ganz 400, weil man muss auch diesen Betrag wieder abzinsen über die 10 Jahre. Aber es ist irgendwo, je nachdem, welchen Abzinsungssatz man nimmt, zwischen 300.000 und 400.000 Euro Kursverlust für diese 10-jährige Anleihe. So. Und dieser Hebel ist umso größer, je langlaufender die Anleihen sind. Und jetzt schauen wir uns mal an, was ist denn so auf der Welt, was schwirrt denn da rum an Anleihen? Wir haben eine vollkommen überschuldete Welt, wie wir alle wissen. Wir haben viel zu viel Schulden im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt, was das Ergebnis unseres Fiat-Geldsystems, unseres Papiergeldsystems ist, weil dieses System basiert darauf, jede Krise mit neuen Schulden zu heilen. Also müssen es immer mehr werden. Jetzt haben wir 235 Billionen Euro/Dollar ist ja fast 1:1 Schulden auf der Welt. Mhm. Davon sind etwa 135 bis 160, so genau kann man es nicht rauskriegen, Anleihen. Aber nehmen wir mal 150, rechnet sich nämlich einfacher. Jetzt haben wir also 150 Billionen Anleihen, das sind 150.000 Milliarden. Das ist also eine ziemlich große Zahl. Und wenn wir uns anschauen, wie die so strukturiert sind hinsichtlich ihrer Laufzeiten, dann kommen wir drauf, dass diese Kursverluste, die jetzt durch die Zinserhöhungen nach dem Muster, das ich gerade erläutert habe, schon sich eingestellt haben, also diese Mark-to-Market-Bewertung dieser Anleihen, dass die schon grosso modo um ungefähr 18 bis 20 Billionen Euro gefallen ist. Und diese 18 bis 20 Billionen Euro, die stehen in irgendwelchen Büchern noch nicht zu Buche, weil in der Vergangenheit war es ja so, dass die ganzen Fixed-Income-Manager, die also Fixed-Income-Portfolien gehalten haben, die haben im Grunde genommen diese Portfolien immer umgewälzt, damit sie die Kursgewinne, die bei fallenden Zinsen sich umgekehrt einstellen, realisieren konnten, weil das Einzige war, was sie vor der schlechten Performance der superniedrigen Zinsen gerettet hat. Das heißt also, diese Anleihen stehen in den Fixed-Income-Portfolien zum alten Mark-to-Market-Wert noch zu Buche. Jetzt können sie nicht mehr verkauft werden, ohne dass sie abgeschrieben werden. Das heißt, also wir haben jetzt eine Asset-Klasse, die gestern noch mit 150 Billionen Euro dastand und liquide war, die haben wir jetzt zu einer illiquiden Asset-Klasse gemacht, weil man es nicht mehr verkaufen kann, ohne 10% Verlustabschreibung machen zu müssen. Das ist an sich schon ein Desaster an Liquiditätsentzug auf den globalen Kapitalmärkten. Das wird noch ein Spaß werden, wenn man sich das anschaut, wie sich das auswirkt, dass diese Liquidität jetzt plötzlich nicht mehr so da ist. Und, oh ja. Und jetzt haben wir also diese, sagen wir mal, wir rechnen jetzt einfach der Einfachheit halber mit 20 Billionen. 20 Billionen, das sind 20.000 Milliarden Euro, die an Kursverlusten da sind, die aber noch nicht verbucht sind. Also ich habe jetzt noch niemanden seine Hand heben sehen. Hier, hallo, ich bin's. Ich hab 50 Milliarden verloren und der da drüben und mein Nachbar hat auch 100 Milliarden verloren und der kleine Nachbar die Straße runter hat auch 5 Milliarden verloren. Habe ich ja noch nicht gesehen, mit einer einzigen Ausnahme. Silicon Valley Bank. 18 Milliarden waren weg, genau auf dem Weg. 18 Milliarden, ein Tausendstel von der Gesamtsumme ist also jetzt hochgepoppt. Ein Tausendstel ist hochgepoppt und hat die 8. größte Bank der Welt gekillt. Jedenfalls, was die Marktkapitalisierung noch vor 6 Wochen anging. Von der Bilanzgröße ist es, glaube ich, Nummer 16 gewesen oder so. Ja. In den USA. Entschuldigung, nicht der Welt, sondern in den USA. Also die 16. größte der USA. Das heißt, ein Tausendstel dieses Problems, von dem wir die anderen 999 Parts per Thousand noch nicht gesehen haben, hat eine große Bank gekillt. Und zwar, weil diese große Bank hatte halt ein etwas riskanteres Geschäftsmodell, weil sie Startups und Ventures finanziert hat, auch mit Kredit. Und das kann man machen. Also ich halte es zwar für falsch, aber das kann man machen, weil für Ventures und Startups ist eigentlich Eigenkapital die richtige Finanzierungsform und nicht Fremdkapital, weil die Ausfallraten viel zu hoch sind. Aber das hat in der Vergangenheit schon dazu geführt, dass die
Zinsen auf Einlagen, die die Silicon Valley Bank bezahlt hat, ein bisschen zu hoch waren oder ein bisschen höher waren als im Schnitt. Und wenn da Liquiditätsüberschuss irgendwo hatte, dann musste sie den anlegen am Kapitalmarkt, konnte es nicht im Geldmarktfonds tun, also am kurzfristigen Ende, weil sonst hätte sie sofort Verluste erlitten, weil sie ja mehr zahlt, als am Geldmarkt bezahlt wird. Also hat sie es in langlaufende Anleihen gesteckt. Dort hat sie 18 Milliarden verloren. Und als dann die Anleger den Braten gerochen haben und dann angefangen haben, ihr Geld abzuziehen, dann war das Ergebnis, dass sie diese langlaufenden Anleihen verkaufen mussten, um die Liquidität herzuholen, die sie gebraucht haben. Damit mussten sie die Verluste realisieren, damit mussten sie sie auch verbuchen und verkünden. Und damit waren sie tot. Und das ganze Problem, das nehmen wir jetzt mal 1000 und wir wissen, irgendwo im Finanzsystem liegen die. Und wenn gleich auch nur ein Teil davon in den Banken liegen wird, wenn da also nur ein Viertel davon in den Banken liegt oder ein Fünftel oder sagen wir mal nur ein Zehntel, dann sind es immer noch 2000 Milliarden. Ein Zehntel, was wenig wäre, ich erwarte, dass es eigentlich sehr viel mehr ist, aber ein Zehntel wären immer noch 2000 Milliarden. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Banken nur ein Zehntel halten würden, dann sitzen sie immer noch auf einem riesigen Berg von Derivaten, wo sie anderen Leuten, die diese Portfolien halten, ihr Zinsrisiko versichert haben. Und es ging ja jetzt auch 20 Jahre gut. Die haben 20 Jahre einigermaßen gut an der Zockerei verdient, an diesen Derivaten, wo sie andere Leute Zinsrisiko abgenommen und damit versichert haben. Und jetzt ist es halt vorbei. Jetzt ist halt der Versicherungsfall eingetreten mal. Und da wir ein hochkomplexes Derivate-Geflecht global haben, wissen wir nicht, wo das jetzt aufpoppt. Also wo kommt das jetzt hoch? Wo kristallisieren sich diese Risiken? Ja, dieser Prozess haben wir noch nie gesehen. Dieser Prozess, den du gerade beschrieben hast, führt ja ironischerweise dazu, dass die ersten Zombie-Unternehmen jetzt ausgerechnet offensichtlich die Banken sind. Ohne dass diese große Befürchtung, dass die Zombie-Unternehmen eigentlich die Bilanzen zerschießen, ja noch gar nicht eingetreten ist. Ja. Aber das ist ja ein Prozess, der wird ja jetzt noch folgen. Zu dem, was du gerade geschildert hast, das ist ja schon alleine eine dramatische Situation. Aber es ist ja zu erwarten, dass in den nächsten Wochen, Monaten aus der Realwirtschaft genau diese gleichen Effekte dann auch auf die Banken nochmal zukommen und dass hier auch weitere Abschreibungen zu befürchten sind, mit allen möglichen Konsequenzen dann. Also diese Sache entfaltet sich ein klein wenig langsamer, aber sie kommt und sie kommt mit Wucht. Und was wir da sehen werden, ist, dass die Pleiten stetig ansteigen. Sie sind ja schon seit etwa anderthalb Jahren im Ansteigen begriffen. Wir haben sie ja von früher 1,5 bis 2% durch die Nullzinspolitik auf 0,1 bis 0,2% gedrückt. Das heißt also, jedes Jahr haben da rund 1,5% gefehlt. Das haben wir jetzt 15, 20 Jahre gemacht. Da kann sich jeder ausrechnen, wie viele Unternehmen ausgefallen wären über 15, 20 Jahre und wie viele da jetzt sozusagen in der Warteposition sind. Und die werden ja nicht dadurch gesund und wettbewerbsfähig und profitabel, dass man sie subventioniert mit dem Nullzins. Ja, also genauso wenig, wie man aus einem fetten Menschen einen Athleten macht mit einer Diät aus Fett und Zucker. Das wird nicht passieren. Sodass wir jetzt also dieses riesige angestaute Problem der Zombie-Unternehmen haben. Die Ratingsysteme der Banken, zum großen Teil, wie du weißt, habe ich sie ja mitgebaut, sind auch in der Lage, Zombies so ohne weiteres zu erkennen. Und zwar deswegen, weil die Diskriminanzfunktion der damals in der Entwicklung eingesetzten Faktoren in einer Nullzinswelt nicht so richtig funktioniert. Was heißt das? Das heißt beispielsweise, dass eine Zinstilgungsdeckung, die sich in allen Ratings, in allen internen Ratings der Banken wiederfindet, eine Zinstilgungsdeckung, die ist sinnlos, wenn ich keinen Zins habe. Ja, also wie schon der Name der Kennzahl zeigt, ist die sinnlos. Das heißt, die hat dann natürlich auch nur eine sehr eingeschränkte oder gar keine Diskriminanzfunktion mehr. Die Liquiditätskennzahlen sind auch mehr oder minder entwertet, weil ich kriege für 15 Basispunkte oder habe gekriegt für 15 Basispunkte eine Liquiditätslinie. Solange ich sie nicht ziehe, kann ich die Liquidität vorhalten. Die fließt in meine Liquiditätskennzahlen ein. Ich kann also so viel Liquidität vorspiegeln für wenig Geld, wie ich will. Ja, das heißt also, die Diskriminanzfunktion ist beschädigt. Das heißt, so ohne weiteres erkennt man die Zombies gar nicht. Natürlich könnte man sie erkennen, wenn man mal systematisch dran arbeitet. Das habe ich vor einigen Jahren auch mal gemacht und festgestellt, dass es durchaus bestimmte Kennzahlen gibt, beispielsweise bei der Finanzierungsstruktur, die Zombies schon enttarnen. Die finanzieren sich alle extrem kurzfristig beispielsweise, weil sie selbst die paar Basispunkte noch rausquetschen müssen, die bei der kurzfristigen Finanzierung, die sie dabei noch einsparen können. Ja? Weil sie darauf angewiesen sind, so knapp sind sie mit ihrer ganzen betriebswirtschaftlichen Situation. Also insofern
ist es so, dass man dieses Problem bekommen wird. Das wird jetzt sich langsam hochschaukeln und dann wird es irgendwann mal dann virulent werden, wenn eine Bank vielleicht aus einem anderen Grund kippt, zum Beispiel wegen der Zinsen und gleichzeitig dann die Aufsicht das Ding übernimmt und dann 2-3 große Kunden gleichzeitig umkippen und man sagt, okay, wir müssen jetzt ins Kreditportfolio schauen und dann wird's dann drehen sie dieses Steinchen um und es sitzt ein hässliches Tierchen drunter. Ja, das ist das, was passieren wird. Also man kann sich das schon ausmalen, in welcher Abfolge das auf die Leute zukommt. Ja, ja. Der dritte Punkt, den du angesprochen hattest, neben Zinsen und Zombie-Unternehmen, ist ja dieses unglaubliche Derivate-Volumen, ja, was man sich ja von der Zahl kaufen noch irgendwie vorstellen kann, wie groß das mittlerweile ist. Und da ist ja insbesondere auch die Deutsche Bank immer wieder im Gespräch, dass die ein besonders großes Derivatevolumen angehäuft haben. Was macht das so toxisch? Warum ist das so ein Problem? Ja. Also wenn man die Banken darauf anspricht oder auch die Aufsicht darauf anspricht, dann kriegt man immer zu hören, ja, das ist alles kein Problem, weil auch eine deutsche Bank, die hat beispielsweise mehrere 10.000 Milliarden Euro Derivatevolumen, Nominalderivatevolumen, aber die meisten davon canceln sich gegenseitig raus. Ja, das heißt also, das türmt sich zwar auf, aber ich habe für jeden Put ein Call. Also ich habe mich immer nach hinten abgesichert. So, das klingt erstmal sauber. Das ist es aber dann nicht, wenn man bedenkt, dass dieses Derivatevolumen über Knotenpunkte weltweit quasi gehandelt wird. Und da ist die Deutsche Bank einer der größten, deswegen hat sie dieses riesige Volumen. Und wenn einer von diesen Knotenpunkten ausfällt und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Knotenpunkt ausfällt, ist nun mal da und die ist umso höher, je mehr er sozusagen in dem System verflochten ist, weil er selbst auch Gegenstand eines Ausfallrisikos von Counterparties ist. Also eine kleine Counterparty, wenn die reißt, kann ausreichen, um eine große Counterparty zu töten. Warum? Man stell dir einfach mal folgende Situation vor. Du hast jetzt eine Derivateposition und du hast ein Volumen von, sagen wir mal, 10 Milliarden Euro versichert, ja, gegen Zinsanstieg. Ja, und diese 10 Milliarden Euro, die können also um 30% kann der Wert fallen, dieses Portfolios. Das sind also 3 Milliarden im Feuer. Du hast dich rückversichert bei einem anderen Derivate-Emittenten. Ja, das heißt, der hat, wenn der Fall eintritt, dann musst du den Schaden bezahlen. Aber der Dritte, bei dem du dich rückversichert hast, der zahlt dir dann. Jetzt stell dir vor, der fällt aus, der geht pleite. Ja, der geht deswegen pleite, weil zum Beispiel die Zinsen steigen und der seine Derivatrechnung nicht mehr bezahlen kann. Ja, weil es zu viele geworden sind, weil seine Positionsname vielleicht nicht neutral ist, wie bei einer deutschen Bank, wie es angeblich sei, sondern die vielleicht mal nicht ganz so neutral ist. Oder weil ein anderer wieder bei ihm ausgefallen ist, der wiederum kleiner ist, aber ausreicht, ihn zu töten. Und jetzt sind die 3 Milliarden bei der ersten Counterparty, die müssen bezahlt werden. Die 3 Milliarden bei der Rückversicherungs-Counterparty kommen also nicht. Das heißt, ich habe mein Marktrisiko in ein Kreditrisiko transformiert. Ja, das Counterparty-Risiko ist ein klassisches Kreditrisiko. Und wenn die Märkte sich schnell und heftig bewegen, dann kann das ganz schnell reißen. Und da muss man wissen, es reicht, wenn ein kleinerer Knotenpunkt reißt, um einen größeren sozusagen in den Abgrund zu stürzen. Warum ist es so? Weil wenn der kleinere Knotenpunkt reißt, ist sein gesamtes Exposure, was seine Bilanzsumme und sein Eigenkapital um ein viel, viel, vielfaches übersteigt, um das 10, 100 oder sogar 1000-fache übersteigt, steht im Feuer. Ja, das heißt also, er kann einen Schaden anrichten, der sein eigenes Eigenkapital um ein Vielfaches übersteigt. Und derjenige, der am Receiving End ist, der hat zwar ein viel größeres Eigenkapital, aber es ist immer noch kleiner als das, was er dann an Kreditrisikoverlusten erleidet, wenn die Sache passiert ist. Und so kann sich die Sache hochhebeln. Und dieses Hochhebeln, es gibt natürlich verschiedene Sicherheitsmechanismen, wie zum Beispiel Hinterlegung von Sicherheiten an den Börsen und so weiter. Es gibt aber auch viel Over-the-Counter-Themen. Also es gibt da alles Mögliche. Und ob dann das Risiko schlagen wird oder nicht, hängt von verschiedenen technischen Fragen ab, unter anderem, ob die Zeit zwischen dem Anstieg des Exposures und dem Einlegen weiterer Sicherheiten in das System, ja, ob die ausgereicht hat. Denn es ist ja so, dass das immer nur nachträglich gemacht wird. Die Kurse bewegen sich und dann bewegen sich entsprechend auch die Sicherheiten. Also das ganze Thema, sage ich mal, ist ziemlich brandgefährlich, weil es einfach zu große Volumina sind, ja, und zu hohe Kreditrisiko-Exposures entstehen können. Ja. Ja, du sagst, es ist brandgefährlich, eine hochexplosive Situation, insbesondere auch für Anleger, wo man wirklich jetzt aufpassen muss, mit welcher Bank kann ich überhaupt noch zusammenarbeiten, wie positioniere ich mich, was auch wieder eine der zentralen Themen sein muss. Unser
kommendes Alpha-Trio steht ja auch wieder an, am 29. April, Marx versus Hayek. Also es wird auch wieder ein bisschen politischer. Aber nichtsdestotrotz werden wir natürlich auch diese Anlagethemen dort wieder auch debattieren. Ich habe gehört, du machst abends auch wieder einen Markus Krall im Verhör, wo man dich exklusiv auch nochmal befragen kann. Also das auch für den ein oder anderen Zuschauer, wenn Markus Krall nochmal direkt befragen möchte. Am 29. April besteht die Möglichkeit. Und natürlich auch deine Kolumnen in unserem Investmentportal Alpha Novum, wo du auch praktische Tipps und Hinweise gibst. Das ist in dieser Situation sicherlich auch hilfreich. Ja, du, Markus, mir wird so ein bisschen Angst und Bange. Ich glaube, ich muss jetzt hier gleich zum Frühstück noch einen kleinen Schoppen zu mir nehmen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, ich hoffe, wir kommen trotzdem irgendwie alle noch mit blauem Auge durch diese irren Zeiten. Dir alles Gute und ich freue mich auf unser Wiedersehen am 29. April. Danke gleichfalls. Am 29. April freue mich auch drauf. Und dann schauen wir mal, wie sich die Welt bis dahin weitergedreht hat. Oh ja, bis dahin. Bis dahin. Ciao, Max. Tschüss.